Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Attack on Titan Minecraft. Und da kommen schon wieder die ganzen Zombie-Idioten an. Das ist ja schrecklich hier. Das ist ja richtig die Pest, ey. Okay, was habe ich vor? Ich habe ja schon angekündigt, dass ich mich gerne in diesem Dorf hier niederlassen lassen möchte. Und ich glaube... Ey, was ist hier los? Was ist hier? Hier, Freunde, so geht das aber nicht hier. Hallo, hallo. Hallo, Kollegen. Wow, Alter, wo bist du denn her? Ja, so geht das aber nicht hier. Ihr könnt euch einfach hier das Dorf ausrotten, ne? So haben wir nicht gewettet. Oha, ey. Ja, bam, bam. Ist ja auch noch eine Art, wie viele sind das hier? Okay, ich sehe auf dem Radar da noch einen Zombie. Hallo. Hallo, ich glaube, es hackt hier. Ey, du Spacken. Das ist der Dorfbewohner nur. Lass doch die Tür nicht auf. Mensch, du bist fast tot. Ja, genau du. So, ich wollte mich hier ein bisschen einrichten. Habe ich Holz dabei? Ja, aber nicht besonders viel. So, dann baue ich mir gerade eine süße kleine Werkbank. So, eine Kiste dürfte reichen erstmal für den Anfang. So, passt durch da rein hier dieses komischen beiden Dinger hier. Das könnte auch mit rein. Das Zombiefleisch, ja, so mega viel wichtige Sachen habe ich jetzt eigentlich gar nicht dabei. Ich tue mal die Kohle rein. Das Holz. Moment, das holst du nicht mit. Weil ich brauche ein paar Stickies. So. Ich sehe nämlich, mein Steinschwert ist quasi schon im Arsch. Und ja, das braucht man dann echt nicht mehr. Dieses tolle Steinschwert. Hier, dieses ganz, ganz mega tolle Steinschwert, das spende ich den Leuten da unten. So, tschüss. Ohne Spaß, klettert der Leiter runter. So, ich hoffe, ihr kommt hier eine Zeit lang ohne mich zurecht, weil ich werde jetzt zurücklaufen zu meiner alten Bude und mir meine Sachen holen. Also bis gleich, Leute. Tschüss. Aber jetzt habe ich mein kaputtes Schwert wieder eingesammelt. Das ist natürlich mehr wie ein Premium. Gut. Ja, komm. Halt. Go. Okay, übers Eis. Zurück nach Norden. Über Zombies. Okay, hier, komm, dieses Scheißding hier, weg damit. Wow, wow, sprinte, sprinte, wie du noch nie gesprintet bist. Da ist unser Bude, ich sehe sie schon, wie sie am Leuchten ist. Go, 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 go. Auf dem Eis ist es eigentlich recht chillig. Ich meine, hier könnte man ein bisschen angeln. Hier sind die Titanen auch nicht so mega, mega gut beraten hinzulaufen. Die Titanen haben ja die recht blöde Angewohnheit, dass sie den Boden kaputt trampeln. Und ja, das macht sich bei Eis ja nicht so gut, weil dann versinken sie im Wasser. So. So, wieso ist das hier eigentlich jetzt wieder so leicht am Längen? Das kann ja schon wieder gar nicht sein. Die Sichtweite machen wir mal auf gering hier, komm. So. Puh, ach du Scheiße, habe ich hier viel Stein, ey. Okay. Was immer ich mit einem Bienenstock machen soll, ich weiß es nicht.
Stickies haben wir sogar auch noch, die... ja, aber geil, eine Holzspitzhacke. Das ist natürlich das wichtigste Utensil überhaupt. Aber den Ofen nehmen wir mal mit. Die Werkbank auch, die brauchen wir hier jetzt nicht mehr so ganz dringend. Okay, mehr hatten wir nicht. Wir können noch die geile Fackel mitnehmen. Wir können eigentlich alle Fackeln mitnehmen. Ich meine, wir kommen hier sowieso nicht wieder hin, glaube ich. So. Ja, jetzt. Alter. Das war sehr schlau, dass ich die Fackeln erst abgebaut habe und dann nach ganz unten und ja, super. So, und es wird schon wieder dunkel. Sehe ich da ein... Wow. Na, Kollege. Ein Enderman. Brennt da jemand? Hat er was gedroppt? Wir brauchen für das 3D-Manöver. Ja, er hat was gedroppt. Sehr gut. Und wir brauchen für das 3D-Manöver nämlich ein paar bestimmte Ressourcen, um das zusammenzubauen. Und dazu zählen auch Pfeile von den Skeletten. Deswegen habe ich gerade geguckt, ob der vielleicht welche gedroppt hat. Und ja, er hat einen Pfeil gedroppt. Dann sprinten wir mal wieder so schnell es geht zu unseren Verbündeten zurück. Au, au, au. Na komm, nicht aufhören zu sprinten. So, die Frage ist jetzt, was mache ich mit dem? Was mache ich mit dem? Ich muss die auf jeden Fall beschützen, damit die sich vermehren. Dorfbewohner können sich ja mal nicht vermehren. Na du? Ja, dir geht's auch nicht mehr so ganz gut, ne? Ich weiß. So, und dann hier hoch. Dankeschön. So, dann machen wir hier mal... Machen wir es hier mal ein bisschen wohnlicher drin. So. Die Kiste. So, machen wir mal... Ordnen wir es mal ein bisschen... Ein bisschen anders an. So, hier die Kohle. Essen kommt hier unten hin. Essen zu essen. Das ist keine Ahnung. Den Ofen, den könnte ich eigentlich, keine Ahnung, hier, zack. Ja, sehr gut, wunderbar. Das Stein könnte ich, ach ja, was mir eingefallen ist. Ich glaube, wir machen erstmal Folgendes. Moment, wie ging das nochmal? Genau, eine Steinhacke. Die Steinhacke. Ich habe nämlich gesehen. Ja, guten Tag. Dich kenne ich noch gar nicht. Was tauschst du denn so? 10 Kies und 1 Mark gegen 5 Flints. Ja, das ist ein wunderbarer Tausch. Und du? 16 Ros. Hä? Moment. Bekomme ich jetzt das Essen, wenn ich ihm das gebe? Oder bekomme ich das, wenn ich... Ganz merkwürdig. Müsste ich mal irgendwie austesten. So, ich habe gesehen, hier sind so ein paar Felder im Arsch. Ja, was ist im Arsch? Das hier, eine ist im Arsch. So, den einen Samen habe ich natürlich schlau wie ich bin, nicht mitgenommen. So. Natürlich komme ich hier auch keine Samen raus. Sehr gut. Oh Freunde, ich glaube die Ernte, die fällt dieses Jahr nicht sonderlich gut aus. So, ist hier noch irgendetwas reif? Zehn Samen, sehr gut. So, reicht das, um das gesamte Feld zu reparieren? Ich hoffe ja. Aber geil, dann haben die auch Karotten angepflanzt, das ist natürlich nice. So, okay.
Sind die schon fertig? Ja, ja, cool. Okay. So, die Pflanze war, glaube ich, einfach wieder so ein, ne? Ja, okay, okay, okay. Ich verstehe. So, das ist auch ready. Hier, die kann ich auch mit dem... Lol, okay. Ja, ich sehe schon, wir werden uns hier wirklich sehr, sehr wohlfühlen bei denen. So, Freunde, wir müssen aber hier irgendetwas tun. Irgendetwas tun gegen das... Wow, lag, okay. Gegen dieses Titanium, was da hinten ist. Und vor allem gegen die ganzen Leute. Jetzt lauf doch nicht auf deinem Haus da herum. Achso, du bist der mit dem rohen Fleisch. Wir müssen das irgendwie abschotten. Ich würde mal sagen, wir bauen hier eine Art Steinbarrikade hin, sage ich mal. Ich muss nur mal gucken, wo könnte man die denn langziehen? Ihr braucht auf jeden Fall sowas wie eine Mauer. Wisst aber selber, ne? Ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal hier an. So. Na, komm. So. Okay, machen wir es erstmal so. Mal gucken, wie viel Steine wir haben. Okay, Spinnen können ja zwar noch drüber klettern, aber das ist ja jetzt nicht so mega wild. Wir brauchen ja erstmal so eine Art Grundmauer, sag ich mal. Ansonsten wird das ja nichts. Ja, damit kann man arbeiten. So, das ziehe ich jetzt ja bis zur Küste durch. Boah, ich muss aufpassen, dass von da hinten gleich kein Titan übergelatscht bekommt. Ich möchte nämlich zeitnah auch die erste Expedition ins Titanium starten. So, kann es sein, dass wir viel zu wenig Stein haben? Ich glaube schon. Ja, das kann nicht nur so sein, das ist sogar so. So. Lizard, könntest du bitte mal... Danke, danke schön. Wirklich, danke. Okay. Ah. Die können natürlich speziell hier am Rad natürlich super easy rüberklettern. Okay, ich muss das erstmal so ein bisschen abgehakt machen, sage ich mal. Ja, okay, das meine ich jetzt nicht, aber okay. Ja, wir haben eindeutig viel zu wenig Steine. Naja, man erkennt das Grundprinzip, dass diesmal eine Mauer werden soll. Da hinten habe ich schon gerade so einen riesen Baum des Titanbiums gesehen. Okay, warte mal, fehlt dich einem von euch irgendwie eine Tür, oder war da nicht was? Das Ding mache ich mal wieder weg, zu deiner Sicherheit da oben. Wurde hier nicht irgendwo eingebrochen bei irgendjemand? Bei dir haben sie doch die Tür kaputt geschlagen, oder? Warte, das repariere ich mal gerade. Naja. Okay, da kommt eh keiner rein. Und Spaß, wie kommst du eigentlich bei dir rein? Hast du keinen Eingang? What the fuck? Du kommst gar nicht raus, oder? Das ist natürlich scheiße. Ja, Moment, so geht das aber auch nicht, mein Lieber. Guten Tag, du bist frei. 1 Mark, dafür krieg ich 3 Brote. Ja, hammer geil.
So, hast du hier oben vielleicht irgendetwas inter... Nein, hast du nicht, natürlich nicht. So, ich mach dir mal gerade eine Tür, ne? Ist ja kein Ding. So, machen wir einen Block Sandstein hin. Guten Tag, guten Tag. Ach ja, das schöne Dorfbewohnerleben. Ach ja, was mir übrigens einfällt, ich hatte vor, den Dorfbewohnern hier einzelne Namen zu geben. Also, dass ich quasi kurz in den Game-Mode, sag ich mal, gehe und denen dann hier quasi Namen reindrücke. Oh. Ups, Moment. Okay, passt. Sehr gut, und es wird schon wieder dunkel, das ist ja wunderbar. Okay, ich muss hier dringend irgendwie ausleuchten. Das kann ja nicht angehen hier. So. Ihr sollt jetzt nicht unbedingt so die Mega-Monster-Armor dann spawnen in der Nähe. Ich habe blöderweise überhaupt nicht viele Fackeln. Habe ich Kohle? Wir haben Holzkohle. Da kann ich auch Fackeln machen, oder? Okay, komm, leuchte ich noch so schnell wie möglich ganz viel aus. So, boah, ich hoffe, hier kommt jetzt kein Titan an. Das wäre die extreme Apokalypse. Ich habe richtig Respekt vor den Viechern. Ich muss hier nun mal ausleuchten. Ich finde auch geil, dass man die Fackeln auf der Karte so extra sieht quasi. Ja, jetzt habe ich ja eigentlich schon mal recht gut ausgeleuchtet, will ich mal meinen. Ach du Scheiße, da ist schon das Titan. Na, ist ein Glückwunsch. Ja, super, da kommen schon die ersten Spezialisten an. Ja, das ist ja hier herzallerliebst hier. Ja, super. Ihr, was wollt ihr? Oder brauchst du Maulnamen oder was? Kann ich euch gerne geben. Ja, hier, weg die Sau. Mach einen Abgang. Ich bräuchte ein Bett, fällt mir ein. Ein Bett wäre echt geil. Wenn ich ein Bett hätte, dann könnte ich hier einfach quasi das Ganze überbrücken. Ich glaube, es wäre schlauer, ehrlich gesagt. Ich glaube, das mache ich gerade mal. Ich werde gerade noch mal zurück in den Wald rennen, wo wir herkommen. Ganz einfach aus dem... Boah, ich glaube, es habt ihr, ey. Oha, Alter. Ja, du Pissspinne. Ah, da sind schon wieder so viele Zombies, ey. Das gibt's doch nicht. Kommen die da rein? Ich glaube, die kommen da nicht rein. Nee, die sind zu blöd, die Dorfbewohner zu kriegen. Okay. Mein Plan. Ich laufe gerade zurück in das Waldgebiet, wo wir herkommen. Und hoffe, dass ich dort Schafe finde. Das hat einerseits den Vorteil, dass ich die Dorfbewohner jetzt gerade beschützen kann, indem ich einfach nicht da bin und die Chunks quasi nicht geladen werden und die somit nicht abnippeln können. Ne? Ist ja ganz verständlich simpel. Und die zweite Hoffnung ist, dass ich Schafe finde. Weil da kann ich die Nächte sowieso überbrücken. Habe ich irgendwas Wichtiges dabei? Oh. Habe ich tatsächlich sogar. Halbwegs. So, wie geht's eigentlich meiner Rüstung? Der Rüstung geht es noch super.
So, dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass ich hier Schafi finde. Moment, es ist dunkel. Ist das jetzt eigentlich gerade schlau, was ich mache? Ich glaube, das ist alles andere als schlau, was ich gerade mache. Was ist das ja eigentlich? Soll ich das abbauen? Was ist das? Hemd? Was ist denn Hemd? Okay. Achso, das war jetzt normales Gras. Ja, sehr gut. Super. Was ist denn Hemd? Das hat mir egal. Hemd? Das ist einfach, keine Ahnung, hohes Gras oder so. Okay, kein Plan. Ich sehe hier viele Beeren. Hier ist ein richtiges mega großes Bärenrudel. Oh geil, hier kann ich wieder haha Wortwitz Beeren pflücken. Boah, ich habe richtig Respekt vor diesen kleinen Wichsschlangen. Ja, ich bin nur am Pflücken. So. Die noch. Okay. So. Die sind richtig ergiebig, die Bäume hier. Das ist echt ein geiler Baum, muss ich sagen. Richtig, richtig geiler Baum. Zuckerrohr, das könnten wir auch gut gebrauchen. Da nehme ich mal komplett alles mit hier, was hier steht. Okay, ich versuche mich mal etwas vorsichtiger vorzubewegen, weil ich oben auf die Minimap ein bisschen mehr achten möchte. Aber dich nehme ich mit. Aua. Okay, von was wurde ich jetzt gerade getroffen? War das so eine Wichsschlange? Oh, das Spaß, diese scheiß Schlange, ey. Oh, na du Creeper, Moment. Creeper, komm mal her. Komm du mal her, bitte. Komm mal hier runter. Wir brauchen nämlich auch für das 3D-Menü bei hier Schießpulver. Na komm. Na komm, los. Schwing runter, du Sau. Okay, okay. Und. Und. Nicht explodieren. Ich brauche dein Schießpulver. Nicht explodieren. Ganz ruhig bleiben, Kollege. Nicht explodieren. Sehr gut. Und. Das ist so ein Scherz. Der hat nichts gedroppt. Der hat nichts gedroppt, dieser. Sehr gut. Aber da sehe ich wieder hammergeile Ostereier. Ah, nehmen wir das Ding mal mit. Finde ich hier vielleicht gerade ein paar Rohstoffe, die hier so in der Wand drin kleben? Was ist das denn nicht für ein Biom? Achso, das ist dieses Steppenbiom, ne? Ich würde diese Erkundungstour natürlich viel lieber im Hellen machen. Da hinten sehe ich einen Creeper. Einen creepigen Creeper. Mir fällt ein, ich habe gar keine Schere, selbst wenn ich Schafe finden würde. Ja, okay, ich müsste die umboxen. Das ist natürlich ein bisschen scheiße so. Ich schwimme auch hier ein bisschen am Rand entlang. Alter, wie viele Beeren hier sind. Ich hoffe wirklich sehr, dass hier jetzt nicht gleich wieder ein Titan-Biom kommt. Na du Zombie. Was ist das denn, ey? Da sehe ich auf jeden Fall Kohle im Boden. Willst du mir jetzt echt hinterherlaufen? Na komm, ich erwarte dich. Versuch's mal. Na komm, soll ich ein bisschen näher kommen? Soll ich dir ein bisschen helfen? Na komm, ich bin mal nicht so, ich bin mal nicht so. Hier weg. Aber geil, der hat eine Eisenbahn fallen lassen. Was ist das denn hier für eine zerklüftete Landschaft?
Ach Leute, nicht im Ernst, oder? Ja, komm, hier, dich mach ich auch noch weg. Ja, bam. Dann hab gern. Wieso hab ich hier einen Zombie auf dem Radar? Oh. Na du? Na komm. Ja, bist du ein blöder Zombie? Ja, du bist ein ganz blöder Zombie, ne? So richtig blöd. Moment, ich sehe da irgendwie ein Skelett auf dem Radar. Okay. Das kriegt gerade Damage. Ja, hier, komm, mal ab, ja. Schon Level 12, fast Level 13. Zuckerruhe, das nehmen wir doch mal wieder mit. Juhu. Ja, und das Skelett, was jetzt gerade gestorben ist, das hat doch bestimmt was gedroppt, oder? Ja, sehr gut. Okay, drei Pfeile. Damit haben wir schon mal eine Zutat für das 3D-Menü bei Gear zusammen. Und ich glaube, ich nehme mal gerade diesen Baum hier mit. So, und dich da. Hallo? Komm her. Komm her, du Scheißspinner. Los, steck mal ein bisschen an. Ist das alles? Ah, das ist eine Kohle. Ja, das ist wirklich schön für die Kohle, aber Kohle brauche ich jetzt nicht unbedingt. Noch nicht mal viel. Ja, super, Kohle im Wasser, das ist richtig geil zum Abbauen, ey. Kohle im Wasser ist einfach ein Traum aufzubauen. So, machen wir es mal von oben. Komm ich da noch so dran? Ja, da komme ich tatsächlich noch so dran. So, okay, haben wir dort auch mitgenommen. Ist noch mehr Kohle, scheiß die Wand an. Ich glaube, ich weiß auch schon, was ich in der nächsten Folge mache, um mir mal ein bisschen mehr in Richtung Titan zu gehen. Ich glaube, ich werde in der nächsten Folge, weil diese Folge werde ich gleich in ein paar Minuten beenden. In der nächsten Folge werde ich mal in dem Titanenbiom nach den Rechten sehen. Ja, ich weiß, ich werde dabei zu 100% drauf gehen, aber ich glaube, ich werde einfach nichts mitnehmen. Einfach nur mal, um zu gucken, wie es dort aussieht. So. Kohle, 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 Kohle. Also Kohle, aber ich bin noch. Ich bin jetzt wieder hoch. Seht ihr nicht keine Schafe hier irgendwo? Na komm. Hallo, spring hoch. Okay, und? Jumping Skills! Sehr gut. Wieder so ein Ei. Was auch immer man mit dem machen kann, ich weiß es nicht. Ich kann gerade die Grafikeinstellungen, Sichtweite auf weit stellen. Vielleicht werden ja ein paar Schafe sichtbar. I don't know. Oh. Okay, kurzer Lag. Huah. Oh, aber da kann ich was pflücken! Ich sehe hier keine Schafe. Naja, da machst du dir nichts. Was willst du machen?
Wenn die Schafe nicht wollen, dann wollen sie halt nicht. Ey, wie die Dinger haben. Ja, ist ja gut. Ich bin ja gleich schon wieder weg. Ich will nur die Beeren haben. Also jetzt nicht euch, sondern die anderen Beeren. So. Wo ich grad noch. What the fuck? Was für so eine Wichsschlange? Das ist doch zum Kotzen, ey, diese Scheißschlange. Oder schlagen die Bären mich, wenn ich denen irgendwie zu nahe komme? Ich weiß es nicht. Nehmen wir auf jeden Fall mal einen Abgang. Die Bombe ist so schon erst nachgewachsen. Müssen wir schon Beeren pflücken. Alter, wieso leckt das hier gerade so? What the? Alter, was ist denn hier gerade los? Achso, ich habe die Dinger natürlich noch. Machen wir auf normal. So, nehmen wir auf jeden Fall so viele Vorräte mit, wie es geht. So, es muss eigentlich gewiss sein. Ja, sieht gut aus. Okay, wo ist unser... Da ist unser Death Point. Wir brauchen verdammt doch mal Wolle. Mann, das gibt's ja gar nicht. Eine totale Bäreninsel. Okay, ich würde mal sagen, ich laufe jetzt gerade noch zurück zu unseren neuen Freunden. Und dann werde ich eine kleine Aufnahmepause machen und mir in der nächsten Folge dann das Titanenbion angucken. Ich weiß, das ist Selbstmord, aber who cares? Ach ja, hatte ich das jetzt eben eigentlich angesprochen noch nicht? Ich wollte den Dorfbewohnern ja einzelne Namen geben. Und ich dachte daran, dass ich den Dorfbewohnern in dem Dorf, wo ich halt gerade bin, dass ich denen entweder die Namen von Charakteren aus dem Anime gebe, beziehungsweise aus dem Manga, oder Namen, die ihr mir vorschlagt. Also quasi, wenn ihr wollt, dass einer der Dorfbewohner so heißt wie ihr, dann schreibt es in die Kommentare, oder wenn ihr wollt, dass sie irgendwie einen anderen Namen haben, schreibt es auch in die Kommentare. Das baue ich jetzt nicht ab. Weil ich werde dann mir ganz kurz ein paar Namensschilder, sag ich mal, in Anführungsstrichen ercheaten. Huhuhu. Einfach nur, damit die Dorfbewohner hier spezielle Namen haben. So, irgendwie ruckelt das hier gerade ziemlich. Kommt die Titan oder wieso fängt das hier an zu ruckeln? Okay, Moment, ich muss die Sichtweite mal runterstellen. So. Stimmt, ich habe hier was zum Brutzeln, das kann ich gerade noch machen. Tue ich hier mal 11 Kohle rein. Dann kann ich die 2D gerade noch durchbrutzeln. Also verhungern werden wir definitiv nicht. Ach, Herrgott nochmal, 11 Stein, ja, damit könnte ich jetzt ja schon fast die Mauer weiterbauen. Diese scheiß Spitzhacke hier haben wir immer noch, ey. Samen, das kommt mir zu essen. Kommt auch mal zu essen, das tue ich mal hier hin. So, die Pfeile werden später noch wichtig. Sand. Ja, das Ding kann da auch mal rein. Die Werkbank. Das kommt da auch mal rein. Okay. Zwei Fackeln aber noch. Sehr gut. Das wäre ich echt Premium. So ist mein Essen fertig. So, erstmal Abendbrot essen hier. Nehme ich mir noch die Beeren hier mit. Okay, Leute, dann würde ich sagen, ich mache mir doch mal ein neues Steinschild, weil man anders macht ja bald schon Abgang.
Dann würde ich sagen, stelle ich mich mal wieder symbolisch hier auf meine Aussichtsplattform. So. Na, du da unten? Ja, in der nächsten Folge werden wir dann, ich mache halt wieder auf weit, in der nächsten Folge werden wir uns dann das Titanenbiom da hinten angucken. Ich sagte, das Titanenbiom da hinten. Ah, genau, da kommt's. Wenn ich lange noch warte, wird das eigentlich mal ein bisschen schneller geladen hier. Ja. Ich glaube, ich sollte nicht zu lange warten, ansonsten spawnt der Titan und komm hier rüber gleich. Ja, auf jeden Fall, in der nächsten Folge werde ich mir mal dieses Titanenbiom angucken, was hier so ganz langsam aber sicher spawnt. Und ich sehe gerade, dass meine Mauer ziemlich nah an dem Biom ist. Das war vielleicht nicht so ganz mega schlau. Naja, dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge, wenn es dann heißt, auf ins Titanenbiom. Und dann vermutlich auch sterben. Ja. Und Spaß, was brennt da? Da brennt doch irgendwas genau da. Kann es irgendwie... Ist da der Blitz eingeschlagen im Titanenbiom? Oder warum brennt das da? Das baut sich jetzt auch gerade extrem langsam auf. Wütet da irgendwie ein Riesenfeuer? Ich warte jetzt mal noch ein paar Sekunden. Das würde mich jetzt mal echt interessieren. Wieso sehe ich da so einen halb verstückelten Baum in der Ferne? Ach, wisst ihr was? Das finden wir in der nächsten Folge raus, ob das Titanenbiom gerade einem Waldbrand zum Opfer gefallen ist. Also, bis dann. Ciao.